Hi zusammen, willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake. So, ich habe jetzt mal den Bolzenwerfer wieder ausgerüstet, weil ich habe hier noch die Explosivaufsätze oder Minenaufsätze. So, und so schlecht finde ich das Teil gar nicht. Ich habe 9000 Peseten. Und wir haben letztes Mal den El Gigante besiegt. Im First Try. Finde ich einen der coolsten Gegner. Aber so schwer war der jetzt nicht, zum Glück. Ich finde den im Original auch ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Ah, Alter, dieses Gesicht kann ich meine Mama lieb haben, glaube ich. So. Eigentlich doch irgendwo. Das Schublade. Da war das mit dem Schrank. Also hier der Weg schreit. Soll ich da jetzt hinlaufen? Hier war auch noch eine Schublade, glaube ich. Ich meine, ja, mal gucken. Mal gucken. Oh, der Hund. Wo ist der Hundi? Hundi. Hat er jetzt gerade noch Tschüss gesagt? Oh, und hier. Zuchttagebuch, 6 Monate. Seine Zähne kommen gerade erst durch und doch schiebt er sich alles in seiner Nähe in den Mund. Es kann doch nicht laufen, hat aber einen Hund im Ganzen verschlungen. Oh nein. 9 Monate. Es überragt mich bereits, doch es wächst weiter. Das Gemeindehaus wird ihm zu klein. 10 Monate. Selbst nachdem ich es in den Steinbruch gebracht habe, wächst es noch. Mittlerweile verschlingt es eine Kuh in nur 3 Tagen. 13 Monate, also so wie ich quasi, ne? 13 Monate. Es kann mit unserer größten Axt herumwedeln wie mit einem Zweig. Und heute hat es beinahe einen der Männer aus dem Dorf verschlungen. Es bekommt nicht genügend Futter. 17 Monate. Es sind nur noch wenige Kühe übrig. Wenn das so weitergeht, verhungert das ganze Dorf. Wir haben bei der Burg um Hilfe gebeten und sie haben die Kreatur mit einem Zauberspruch in Schlaf versetzt. Ja, hoffentlich wacht sie so schnell nicht wieder auf. Mit einem Zauberspruch. Was ist denn der Hund? Aber ich hoffe, ihm geht's gut, dass er nicht verletzt ist oder so noch. Oh, wo geht's denn da zurück? Ist, glaube ich, egal, oder? Was ist das dunkel? Lass mal checken. Ach, jetzt kommt das hier wieder. Ach, da unten war das. Ah, ich verstehe. Ja, das habe ich da unten gesehen. Da habe ich doch gefragt letztes Mal, wie ich da hinkomme. Ja, da war ich doch mit dem Boot jetzt. Alles gut. Eigentlich kam jetzt hier, glaube ich, so eine Kettensägen-Alte, oder? Im Hauptspiel, also im Original, sage ich mal, ne? Im Hauptspiel. Okay. Ja, ist soweit. Endlich gehen wir zur Kirche. Achso, Lago, ja. Oh, shit. Na, klasse. Geht aufs Haus. Au! Ja, toll. Dass sie blend trifft halt, aber nö. So, warte mal, ziehen wir uns erstmal einen Fisch rein. Das hier auch, warte mal, normalerweise. Ist das die Glocke? Der ist nicht. Auf jeden Fall, ja, im Original konnte man auf die Glocke schießen, da kamen nochmal Leute dann. War auch noch so ein Gag.
So. Wow, wie krass. Da ist ja so viel Technik im Spiel, das dürfte für so ein fast schon mittelalterliches Dorf nicht irgendwie alles funktionieren, so. Oh, Ashley Graham? Ich will dir helfen. Haben sie etwa die Szene entfernt, wenn man in die Kirche kommt und trifft das erste Mal Saddler? Oh, Helper, oh, Helper. Oh. Blaue Scheibe. Sehr gut. Hebel, warte mal. Guck mal, dieser Anhänger, ne? Also sieht schon aus wie so ein Parasit irgendwie, wie so ein Vieh, ne? Ah, total gut. Jetzt ist es hier unten diesmal mit dem Farbenrätsel. Guck mal, wie schön das aussieht. So schön. Ach, das ist frei drehbar auch noch. Guck mal. Blick's gerade gar nicht. Was muss ich denn da frei machen, bitte? Muss es komplett frei sein, einfach das Teil? Na, guck mal, so, das passt doch. Ah, okay, ich hab's. Ich raff's gerade, wie es geht. Ja, muss komplett frei sein, das Ding. Was? Schade. Oh. Dafür habe ich Platz, oder wie? Ja. Dumme TMP-Munition. Was soll ich damit? Ich werde auf jeden Fall, also ich sag mal so, ich werde alle Waffen nutzen. Mal zeigen, ne? Sei es jetzt halt hier oder im New Game Plus. Aber ich werde bei meinen Waffen bleiben, die ich geil finde. Weil ich wette, man kann die auch wieder so upgraden. Bist du hier? Wenn man alles voll hat, dann hat die wahrscheinlich so eine Spezialfähigkeit, die Waffe. Und ich weiß, die Red 9 hat die beste Spezialfähigkeit, nämlich fetten Schadensbonus. Ich glaube von 3,5 auf 9 war das im Hauptspiel. Ja, also im alten Resident Evil. Was ist das denn? Oh! Ein pinkes Handy. Sigma Gamma Phi. Ihrer Studentenvereinigung bestimmt, ja? Baby Eagle. Aha. Auch sowas. Ashley? Ashley Graham, bist du hier? Lass mich gehen. Hör zu. Beruhig dich. Ich bin Leon. Ich bin auf Befehl des Präsidenten. Deines Vaters, vielleicht. Na toll. Hey, ist gefährlich draußen. Du musst mir zuhören. Was ist das? Da drüben? Ergreift sie. Bingo. Die Schäflern entkommen. Bringt ihren Seelen Erlösung. Oh Mann.
Man vertraut sie Leon aber auch nicht. Baby Eagle schließt Kapitel 4 ab. Ich meine, ne? Er ist der Einzige, der normal aussieht und trotzdem greift uns erstmal an. Oh, Mann. Echt leid, dieses dumme Gehusten nervt. Was sollen wir tun? Dein Vater vertraut mir. Und du musst mir auch vertrauen. Und genau tun, was ich sage. Ich bring dich nach Hause. Okay. Okay, Leon. Ey, was man sagen muss. Lass uns von hier verschwinden. Ashley wirkt halt gleich viel erwachsener als im Hauptspiel. Also im Original. Ich verstehe auch nicht, warum sie ihr da so eine Quietsche-Anime-Stimme gegeben haben. So, Leon! You're pervert, Leon! Ey, ganz ehrlich, was sollen sie schon machen? Die Tür ist zu, die kommen ja gar nicht hierher. Jetzt einfach eine Granate runterwerft und gut ist, ne? Die Leiter. Ich? Okay. Guck mal, sie hat jetzt so Shorts an, kein Rock mehr, also. Ich hab nicht schon wieder so eine tolle Steam-Review gesehen, dass man ihr nicht mal deinen Rock gucken kann und sie dachte dann nicht wieder so, ah, you're pervert. Es geht überall raus. Man muss nur wollen, Ashley. Das ist komisch, weil es so total lautlos, ne? Dieses Kisten zu treten. Ja. Was ist ab? Was? Eine Brille Wellington. Bitte was? Was ist das denn? Ah, hat er schon. Das geht aber schnell. Nee, oder? Ist okay, ich fang dich. Kann aber nicht so stark sein, wenn die so billig sind, die Aufsätze. Hey, vertrau mir. Ey, er hat ein Kreuz aus Stahl. Danke. Ah, jetzt sind wir hier, alles klar. Basis, Baby Eagle ist jetzt bei mir. Verstanden. Geht es dir gut? Positiv. Gute Arbeit, Condor One. Ich schicke dir ein Heli auf den Weg. Ich sende dir die Koordinaten für die Bergung. Geht dorthin. Und pass auf, dass Baby Eagle nichts passiert. Verstanden. Schnell. Das Wetter wird schlechter. Ende. Ja, wenn sie wüssten... Ach, guck mal, ich komme eh hier vorbei am Bauernhof. Sehr gut. Im Haus des Bürgermeisters. Ja, aber die wüssten ganz genau, dass der Plan ist eigentlich, ne? Hier ist die Schublade. Ah. Wie gesagt, es ist gefährlich. Bleib dicht bei mir. Okay. Also bevor ich mir das Kreuz kaputt mache, Leon, werde ich einfach durchgekrabbelt, aber ist ja egal. Ah. Ach guck mal, mit Control wechseln sie von enger zu loser Formation. Ah, okay. In der losen Formation... ja. Zurück. Ist gut. Wait. Okay. Follow me.
Ah, Regen. Ah. Ruhe. Es geht los, bleib hinter mir. Oh Gott, diese Leute sind doch nicht normal. Einer hässlicher als der andere. Ja. Lass sie runter. Au. Echt jetzt? Alter. Hey, alles klar bei dir? Ja, danke. Boah, ist das widerlich geil. Kommt aber auch irgendwas aus ihren Löchern, du siehst die gar nicht so schnell, ne? Guck mal, Achtung, die Reaktion auf den Regen. Als wäre es irgendwie Säureregen oder so. Ja, es ist nass, aber es tötet dich nicht. Oh, ist da einer durch den Explosionsbolzen gestorben? Schön. Ey, die Waffe ist richtig geil, ne? Geil. Oh, guck mal. Löscht sich aber schnell ab, das Blut. Hat er einfach wieder neue Fässer aufgestellt, der Händler? Na komm, ihr stellt euch aber ein bisschen an jetzt, ne? Hab neue Ware, Fremder. Ah, guck mal. Jemand muss sich um den wilden Köter kümmern, der im Dorf sein Unwesen treibt. Er sieht nicht wie ein normaler Hund aus, sollte also leicht zu identifizieren sein. Die übermächtige Bedrohung beseitigen, Haus des Dorfvorstehers. 8 Spinelle. Was? Willkommen! Na dann, was kann ich für dich tun? Deine Kohle oder dein Leben? Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Leute, wisst ihr was? Ich überlege gerade echt, ob ich den zurückkaufen soll. Weil. Und überlegst die Schrotflinte. Na gut, die hat jetzt 7,84 Angriff. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh.
aber etwas Künstlerisches, nicht das Teil hat halt komplett... Das ist, was ich derzeit halt hab. Doch mal die Fresse jetzt! Mann! Der Skullshaker braucht so gut wie keinen Platz, das finde ich ziemlich gut eigentlich, wollte ich gerade sagen. Geh sorgfältig damit um, okay? So. Ob Rubine oder Ramsch, ein hervorragender Deal. Danke, angenehme Reise. Ja. Laber mich nicht so zu. Können wir eine Pause machen? Sorry, ist leider nicht drin. Verstehe. Ashley, wir hatten die ganze Zeit Pause, ne? Sag's ja ungern, aber wir haben echt keine Zeit. Ja, eigentlich haben wir schon genug Zeit. So, hier oben soll der Hund sein, ja? Wie soll jetzt der Weg schreien? Hier können wir jetzt mit ihr da durch. Ne, hier ist das Haus des Dorfvorstehers. Ah. Hannigan hatte recht mit dem Wetter. Was? Alter, du... Geh doch nicht immer genau runter, wenn ich schieße, du Schwein. Alles okay? Ja, nichts passiert. Armer Ash. Alter, habt ihr das gehört? Dieses Roar ist. Das ist wieder so ein großes Vieh oder was? Ah, ja, ist es. Alter. Als der andere. Nein! Mach ich denn? Hallo? Ruhe! Spiel hat sich aufgehängt. Ah. Ja. So, das war wieder. Ja. Ja. Ich glaube, das Unwetter fordert ganz schön viel Performance, deswegen hat sich vielleicht okay. Einfach mal so. Hannigan hatte recht mit dem Wetter. Recht aufgehängt. Da kommt der Conjo. Zwei Schuss, wow. Sag mal, ihr tut so, als wäre das Säure, was da vom Himmel kommt, ne? Oh oh. Das ist der Dicke. Bescheid!
Sehr schlau bei Regen. Die beiden machen aber ein Geschiss, ne? Ich muss sagen, es sieht extrem schön aus, das Spiel. Oh. Da komm, es reicht. So. Oh, jetzt mal das Hundchen, hä? Ja. Da komme ich mal ein paar Bolzen. Nee. Was? Ich habe keine großen Tools? Okay. Hundchen. Da bist du, Hundchen. Hange nicht überall Fallen rum. Diese Ansicht gruselig hier, ne? Was ist los, Ashley? Bei aller Liebe, hier ist kein Hund. Wo soll der denn sein? Oben vielleicht? Kein paar Ketten, oder? Komm mal hier, genau, da kann ich mit Ashley ja noch. Okay. So. Aber wo soll der Hund sein? Vielleicht hier? Die Eule. Aufzeichnung des Dorfes Band 2. Die Männer jubelten, als sie sahen, wie das Boot über den See schnellte. Dieses hervorragende Benzin wird uns den Fischfang deutlich erleichtern. Das Eisenwerk wurde vor einem Jahr erbaut und doch leistet es unserem Dorf bereits gute Dienste. Unsere Sicheln und Messer glänzen wie nie zuvor. Die zwei Fische, die uns der neuliche Handel beschert hat, fressen nahezu alles und entwickeln sich prächtig. Auch die Fischform im Sumpf hat exzellente Fortschritte gemacht. Tagsüber unterrichte ich die Kinder im Lesen und Schreiben und in der Mathematik. Jeden Abend esse ich mit einer der Familien, um ihre Klagen und das neueste Gerede anzuhören. Und all dies unter dem Dach eben dieses Heimes, das wir gemeinsam errichteten. Seit ich das Dorf der Außenwelt geöffnet habe, entwickeln wir uns gut und die Menschen sind glücklicher. Sie haben sogar begonnen zu lächeln.
Eine seltsame Gruppe Männer in schwarzen Roben ist aus der Burg ins Dorf gekommen und hat eine unheilvolle Flagge mit einer Insignie darauf gehisst, die wohl eine Spinne darstellen soll. Nachdem sie etwas von Erlösung und Vergebung gepredigt haben, haben sie uns etwas injiziert und sie behaupten, es würde uns vom Wahnsinn heilen, wenn wir ihnen vertrauen. Ich glaube nicht. Aha. Porträt eines Vaters. Bitte bewache an meiner Stelle das Dorf und mögest du Fotos stets in deinem Lächeln zieren. Stets mit deinem Lächeln zieren. Okay. Das langersehnte Eisenwerk 1992. Foto der Fabrik. Was ist das denn? Hör noch den kleinen Schelm. Antike Kamera. Oder ein Junge mit seinem Großvater. Familie Davaro 1981. Aufzeichnung des Dorfes Band 1. Der Älteste hat mir heute das Dorf anvertraut. Er sagte mir, dass ich mich nach und nach mit meinen Aufgaben vertraut machen kann. Ich werde damit beginnen, ein Buch über das Dorf zu führen. Ich bin noch nicht so gut mit Worten, aber der Älteste ermutigt mich. Ich werde mein Bestes geben. In der Hütte beim See wohnt ein Junge mit seinem Großvater. Seine Mutter starb offenbar bei seiner Geburt. Der Großvater redet nicht viel, aber der Bursche ist sehr aufgeweckt und lebhaft. Heute hat er mir wieder eine Geschichte von dem Ritter erzählt, der einen Esel reitet. Der Großvater des Jungen ist erkrankt und sein Zustand verschlechtert sich mit jedem Tag. Der Junge macht sich große Sorgen und es geht das Gerücht um, im Dorf mache sich der Wahnsinn breit. Als ich gehen wollte, zog der Alte mich zur Seite und sagte, wenn etwas passiert, weißt du, was zu tun ist. Ich habe nur genickt. War eine furchtbare Nacht. Alle standen um die Hütte versammelt und sahen dabei zu, wie sie niederbrannte. Der Junge sagte kein Wort. Selbst als der Morgen anbrach, stand er noch regungslos da. Am nächsten Tag war er verschwunden. Die ganzen Details hier, ne? Ey, wo ist jetzt diese dumme Puppe? Habe ich gerade Kirre, dass ich die nicht finde? Ach da! 3 von 16. So, und damit Leute! Muss leider der Part auch enden wieder, aber ich den Hund jetzt nicht gefunden habe. Machen wir nächstes Mal. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Bis dann mit Resident Evil 4. Tschüss.